Wir sind heute in Miami. Ich freue mich extrem, denn die Strecke hat doch in der Vergangenheit immer wieder Glück gebracht. Hier also nun, ja, wir fahren einfach nur rund um dieses Hard Rock Stadium. Ich freue mich dennoch extrem. Es ist eine coole Strecke, natürlich auch eine coole Umgebung und immer ein sehr turbulentes Rennen. Hier in Miami, 5,4 Kilometer, 19 Kurven und zwei DS-Zonen machen eine, ja, sehr respektable Überholchance eigentlich. Also gerade so, ich würde sagen, zwischen Kurve 8 und Kurve 11 kann man ziemlich gut überholen, aber natürlich auch am letzten Sektor, diese lange Geraden, ist auch sehr, sehr gut. Let's go in unsere Qualifying-Runde hier rein. Und ich bin ehrlich gesagt guter Dinge. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, lasst gerne einen Daumen unter, falls euch meine Videos gefallen. Am Ende des Videos gibt es immer ein Board, das ihr dann in die Kommentare schreibt, dass ich weiß, wie lange ihr zugeguckt habt. Also schaut doch gerne auf TikTok vorbei, auf it's_tobi, macht auch gern, abonniert auch da gerne. Und falls ihr von dort kommt, vielen Dank. Aber wie immer, alle Links unten in der Bio. Der erste Sektor war eher ziemlich gut, da kommen wir auch in die Strecke. Ich mag den ersten Sektor auch nicht besonders auf dieser Strecke. Meiner ist eigentlich ja so der mittlere bis Endsektor, so dieser Mickey Mouse Sektor. Ich mag den ziemlich gern, diese engen Kurven, die sind halt sehr spaßig, da kann man viel Zeit rausholen. Aktuell wären wir 20. Platz und das ist schon eher enttäuschend. Auch in den letzten Rennen wurden wir oft ausqualifiziert von unserem Teamkollegen. Hier ein bisschen spät auf der Bremse, aber die Kurve lässt das zu. Und das ist trotzdem der 17. Platz, aktuell 15. Da geht es noch weiter nach rauf. Und jetzt in diesem Mickey Mouse Sektor, da kannst du links so gut schneiden und rechts auch eigentlich gut schneiden. Denn wenn du natürlich nur mit einem Hauch von deinem Reifen drauf bist, ist es kein Abkürzen. Man kann es gut hatten, aber halt eben nicht abkürzen. Und so, ja, muss man sagen, ist das ziemlich toll. Hier haben wir sogar lila Mittelsektor, das ist der 11. Platz. Und selbst wenn ich ein bisschen schlecht aus der letzten Kurve raus, also aus der letzten richtigen Kurve rauskomme, aus dieser hier, aus dieser Haarnadelkurve, wäre es dann trotzdem noch 12, 13 und sowas. Hier kommen wir auch ordentlich raus. Und ich glaube, es wird der 11. Platz bleiben. Das ist eigentlich ein okayes Ergebnis. Und ich glaube, wir könnten das erste Mal wieder einmal unseren Teamkollegen geschlagen haben, der in letzter Zeit echt sehr strong. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Charles Leclerc startet aus der Pole Position vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Sainz, Ocon, Verstappen, Norris, Albon, Gasly, Russell, der Wissenschaftler, Mansell, Oscar Piastri, Stroll, Bottas, Magnussen, Tsunoda, Hülkenberg, Doohan, Joe, Sargent und Nick de Vries. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Rund um uns eigentlich nur Prominenz. George Russell und auch Pierre Gasly, die können wir eigentlich hier schon. Albon auch wieder, warum Russell so schlecht hier ist, ich habe keine Ahnung. Gasly gestartet beim Start auf jeden Fall. Auch Russell hat nicht den besten Start, der Rest vorne eigentlich unfassbar gut weggekommen. Da kommt es direkt zur Berührung hier mit Lando Norris. Das wollte ich natürlich nicht, das ist natürlich auch meine Schuld. Aber da kann ich jetzt auch irgendwie nicht ausweichen. Ich wollte zu weit links, aber da ist ja die Mauer. Und ich war einfach zu spät auf der Bremse. Ähnlich wie Guan Yu Zhou in Budapest. Da war ja auch direkt die Mauer links und da kannst du auch nicht viel machen. Dennoch, glaube ich, haben wir beide keinen Schaden davon getragen. Also ich würde sagen, das ist noch Glück im Unglück. Jetzt aber hier 8. Platz, das ist sehr strong bis jetzt. Das wären wieder 4 Punkte, die wir wirklich benötigen. Also mein Ziel ist es wirklich, mindestens einen Punkt pro Rennen mitzunehmen. Und natürlich, besser was geht, ist immer besser. Aber das sollte eigentlich immer jeden Ansporn sein. Hier geht es dann rein. Da konnten wir uns jetzt vorbeikämpfen an Norris. Und ja, Albon und auch Ocon sollten... Albon, Ocon sollte auch kein Problem sein. Verstappen, glaube ich, wird nicht schlagbar werden. Hier gehen wir innen eine andere Linie, setzen uns neben Esteban Ocon und haben hier noch einen Ticken von Frontflügel drin. Und da können wir noch ohne DS-Hilfe, können wir uns hier ganz, ganz zaghaft an Esteban Ocon vorbeiarbeiten. Ich würde sagen, ein geiler Move. Ich mag diese Position, ich mag diese Ecke wirklich sehr, sehr gerne. Einfach nur eine geile Ecke zum Überholen. Das darf mir jetzt vor uns und das sieht mir auch so aus, als ob sich die nicht so ordentlich absetzen können. Denn heute war, Leute, das ist der 6. Platz. Wir haben fast die Hälfte von unserem Startplatz hier aufgeholt. Und das würde ich echt schon feiern, wenn wir den 6. Platz irgendwie behalten würden. Es wird halt unfassbar schwierig, denn Esteban Ocon, Alexander Albon
Und ja, diese ganzen Leute, wir werden noch nicht lange hier Verstappen folgen können. Jetzt gucken wir uns einmal den Start an, denn der war echt haarscharf, dass wir da nicht direkt wieder ausgeschieden wären. Wir kommen besser weg auf jeden Fall wie die Leute neben und vor uns. Also in direkter Front, und da kommt es dann zur Berührung mit Gasly. Ah, mit Norris, sorry. Das war halt knapp und das war ja ein bisschen zu hitzköpfig, würde ich mal sagen. Zu jung motiviert. Runde Nummer 2. Da sind wir jetzt gerade mittendrin. Es ist halt eher... Okay, man sieht hier nichts außer dem Mickey Mouse Sektor. Ja, hier sind wir jetzt in Runde Nummer 5. Und ja, es hat sich ein bisschen was getan. Wir konnten uns zwar von Ocon, ja, da können wir uns einfach nicht absetzen. Die sind so schnell. Und ja, dieser Sektor hier, der macht mir zu schaffen. Denn hier brauchst du auch so viel Traktion. Und da fehlt es ja doch noch ein bisschen dran. Ich probiere auch hier immer wieder früh aufs Gas und andere Sachen, ES-Management und so, nur das Auto. Ich bin nicht der beste ES-Manager, das muss ich zugeben. Aber das ist jetzt hier noch viel schwieriger. Ich glaube auch, dass Esteban nicht vorbeikommt. Ich wollte hier... Ja, da kommen wir eigentlich. Da können wir noch vorne bleiben. Jetzt heißt halt, wir müssen hier irgendwie zaubern, denn wenn ich hier nicht ordentlich durchkomme, ist es, glaube ich, um mich geschehen. Denn Esteban ist wirklich sehr strong. Dann nehmen wir auch die Verwarnung fast in Kauf. Und ja, da kommen wir ein ordentliches Stückchen wieder weg von Esteban. Das sind fast die Sekunde. Also das ist wirklich sehr strong. Vorne auch, da kann sich keiner so richtig absetzen. Die fahren da vorne ein bisschen in ihrem DS-Train der Top-Teams. Also die beiden Ferrari, glaube ich, sind da dabei. Ein Red Bull ist dabei. Und auch ein Mercedes. Also ich glaube, das muss dann Hamilton sein. Ist auch da vorne mit dabei. Also keiner kann sich so richtig absetzen. Und alle nur so ein bisschen. Die Reifen sind jetzt schon ordentlich eingefahren. Aber das sollte schon noch 4-5 Runden, müssten wir schon noch aushalten. Oder Minimum 3 Runden, dass wir da überhaupt irgendeine Chance hätten, auf den Gelben gehen zu können. Der Reifenverschleiß im Spiel gefällt mir ziemlich gut, gerade bei den 35% Rennen. Da musst du echt sagen, da musst du echt schon aufpassen auf deine Reifen und so. Also früher wäre das nicht gegangen, dass wir da einen Stint easy mit Rot fahren hätten können. Und da rutscht Ocon durch, weil ich neben die Strecke komme. Einfach nicht eingelenkt, dieses Auto. Ich war vielleicht doch zu schnell dran und da ist es schon um mich geschehen gewesen. Und jetzt hier im Windschatten. Dafür bekommen wir aber das DRS, weil er einfach zu früh vorbeigekommen ist. Und da können wir uns auch gut positionieren. Wir bleiben nämlich außen. Ich weiß nämlich auch, dass die nächste Kurve eine Rechtskurve ist. Und da kann Esteban jetzt auch nicht kontern, denn er war einfach erst zu früh auf die Bremse gegangen. Das habe ich dann auch im Rückspiegel gesehen. Und da konnten wir einfach zumachen. 8. Runde, Leute. Hinter uns waren schon so gut wie alle. Nein, war noch keiner in der Box. Jetzt ist das Pinwheel open, so meine ich. Denn hinter uns ist eine Sekunde aufgegangen. Ich weiß jetzt auch nicht, es ist halt immer so ein führenden wieder. Gehen wir vorher rein, denn wir müssen dann natürlich auch noch den Stint mit den Gelben noch eine Runde länger als die anderen machen. Und natürlich ist es jetzt mal Crit Position mäßig, würden wir durch den Undercut safe näher an Verstappen vielleicht sogar vorbeikommen. Aber vielleicht auch dann an Sainz. Aber natürlich haben wir dann auch 1, 2, 3 Runden ältere Reifen. Und jetzt geht's in die Box rein. Auch mit Max, der geht auch rein. Auch Lewis geht rein. Ich glaube, Sainz ist weitergefahren und auch Harris ist weitergefahren. Das bedeutet, wir könnten ja einen inoffiziellen Undercut gegen die beiden Jungs machen. Aber jetzt darf natürlich nichts in der Box schieflaufen und das ist es auch nicht. Wir sind hier jetzt auf den 16. Platz. Wo ist Verstappen? Wo sind die anderen? Mansell jetzt auch in der Box, das ist unser Teamkollege. Und Russell, Sainz, Albon, Ocon. Kommt Ocon vor uns raus? Nein. Albon aber fast. Das war eigentlich gut von ihm. Ein sehr, sehr stronges Ding von Albon. Der ist länger draußen geblieben und hat da den Overcut gegen die Jungs hinter mir gemacht. Und Esteban Ocon hat es irgendwie geschafft, mit einem Undercut gegen mich da zu kommen. Wie er das gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Da gab es wieder eine kleine Berührung nebeneinander. Jetzt im Windschatten, DRS on. Und erneut gegen Esteban Ocon hier auf dieser langen Geraden. Und diesmal, glaube ich, könnte das echt gut werden. Ja, wir können später bremsen. Und da gehen wir rein. Jetzt 6. Platz wieder zurückgeholt. Die Ordnung da vorne hat sich ein bisschen getan. Der Red Bull hat Sainz und Hamilton. Also Verstappen hat Sainz und Hamilton überholt. Und wir sind jetzt... Oh, schnellste Rennrunde. What the fuck, Leute. Oh yeah. Ja, jetzt könnten wir uns hier eventuell noch ein bisschen den Spaß draus machen und die Großen ärgern. Denn auch Sainz ist hier in Schlagdistanz. Wir wissen,
Er ist unser Rivale. Wir wissen auch, dass er eigentlich unschlagbar ist. Aber. Ja, da verbremse ich mich und da schlupft Ocon wieder durch. Ja, ich war eigentlich, hat's gut ausgesehen vorher. Nur solche Flüchtigkeitsfehler tun dann auch nicht gut. Das ist der Druck dann einfach zu hoch teilweise. Da können wir außen jetzt wieder an Esteban vorbeigehen. Kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber konnten wir Gott sei Dank den Fehler wieder korrigieren. Würde ich sagen, ist noch immer noch Glück im Unglück heute. Jetzt hier wieder in diesen ersten Sektor und das Rennen hamstert sich zu einem meiner Lieblingsrennen aktuell. In der aktuellen Season meine ich. Denn es wird echt, es war echt ein bis jetzt anstrengendes Rennen. Hier war das dann gegen Esteban das erste Mal. Runde Nummer 6, Esteban die zweite. Und wir kämpfen wirklich viel heute gegen Ocon. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend heute. Ocon ist wie sagt man auf gut Deutsch, auf gut geschert, Sigant. Also es ist wirklich Sigant und das war dann die Berührung mit Esteban Ocon, die dann dazu geführt hat, dass wir ja die Vermahnung bekommen haben. Zweimal mit Esteban und dann am Ende der Geraden hatten wir da die besseren Karten und konnten uns auf den 6. Platz wieder durcharbeiten. Es ist wirklich ein sehr interesting Rennen. Runde 12 dann ist, glaube ich, eher wieder vorbeigekommen, oder? Ja, genau, da hatten wir den Schlenker drinnen. Und dann wäre er da wieder fast vorbeigekommen, also, und dann Runde 12 waren, ja, da war jetzt dieser Moment, da blieben wir auch innen und links kommt auch fast der Haas noch vorbei und 16 jetzt auch noch einmal, wieder der Haas, wieder der Esteban und da war es fast um uns geschehen und dann sind wir wieder außen. Die Kurve ist auch geil, du kannst so spät bremsen und kannst dann trotzdem nach innen gehen und da blieb dann der Magnussen über. Wir sind in Runde Nummer 19, 6 Zehntel vor Esteban Ocon. Ja, die vorderen mussten wir ein bisschen abreißen lassen. Eben auch, weil wir gegen Ocon so ein hartes Rennen heute hatten. Und es geht natürlich jetzt um alles. Es geht hier um den 6. Platz insgesamt. Und ich würde schon sagen, dass das echt ein tolles Rennen bis jetzt war. Es war mega, mega anstrengend, den Esteban hinten zu halten. Der ist so kampfwütig, der ist voller Biss. Jetzt geht's dennoch in die letzte Runde, Leute. Und wir haben eine knappe Sekunde Vorsprung. Natürlich, Duratmen gibt es erst nach der Jacket Flag. Trotzdem können wir jetzt schon mal das erste Mal ein bisschen so einatmen. Denn es wird knapp werden. Dennoch, glaube ich, können wir das Ganze schaffen. Jo, wir schaffen das, oder? Mal schauen. Jetzt noch einmal in diesen Hardcore-Sektor. Da werden wir wieder ein bisschen Zeit verlieren. Aber ja, das ist jetzt eher nur noch so eine Formalitätssache. Oh, wir bleiben? Ja, doch. Leider wegen ein paar Tausendstel, 50 glaube ich waren es, sind wir da wieder im DS-Fenster drin geblieben. Und jetzt am Ende der Runde ist er dennoch 1,2 Sekunden weg und kann nicht mal mehr auf dieser langen Geraden den süßen Nektar des DS genießen. Okay, das war jetzt ein sehr, sehr weirder Spruch. Nein, er kann nicht mal unser DS hier genießen. Und ja, Perez gewinnt erneut und baut seine WM-Führung weiter aus. Volle Sache, wir werden hier Sechster. Und ich glaube, für mich fühlt sich dieser 6. Platz jetzt schon an wie ein Sieg. Denn gerade dieser 6. Platz war schon so ein wichtiger. Also Halleluja, Leute, ich freue mich extrem. Fahrer des Tages und ich bin ehrlich gesagt nicht für Eigenlob, denn wir wissen alle, der stinkt ein bisschen. Und das war das Ende eines phänomenalen großen Preises von Miami. Die Sieger waren heute wirklich in einer anderen Liga. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein.
muss ich sagen, es war genial, Leute. Wir werden hier Sechster, nehmen die 8 Punkte mit, verlieren in der Rivalität natürlich wieder ein paar Positionen. Ich denke wohl auch, dass die gegessen sein wird. Das juckt mich aber ehrlich gesagt auch nicht. Ich wollte nie eingehen und ja, gegen Nigel konnten wir auch wieder ein bisschen gut machen. Da fehlen nur noch 2 Level und wir können dann schon den 3. Sponsor benutzen, oder? Oder den 4. sogar schon. Also ich weiß, irgendeine Zahl bekommt man dann ab 20. Fast 600.000 gibt es extra als Prime dazu. Das ist sehr wichtig, 1000 Schaden. Ja, das kann alles sein, vom Flügel bis zum Seitenkasten. Also das ist jetzt echt eher minimal. 13,7 Millionen haben wir immer noch übrig. Das ist auch wichtig, denn das Geld, ja, wir wissen ja, das gerade bei uns jetzt, das fließt nicht so. Das ist schon eine Sache, die wir hier uns mühsam zusammensparen müssen. Aber ja, bis jetzt lief es eigentlich sehr gut. Ich freue mich da wirklich, dass wir so gut wirtschaften konnten mit dem Geld. Und so ist es jetzt, dass wir hier eigentlich ja, uns mal wieder was gönnen sollten. Jetzt gucken wir aber mal in das Teammanagement rein. Genau hier werden wir ein bisschen was machen Richtung Strapazierfähigkeit. Nächstes Rennen ist dann Emilia Romana, sprich Imola. Auch ein interessantes Rennen. Von der Charakteristik her wieder was ganz, ganz anderes. Tauschen müssen wir irgendwann mal den Verbrennungsmotor, denn der macht mir schon ein bisschen Sorgen. Den werden wir aber noch ein bisschen rauszögern. Vielleicht dann doch in Imola direkt austauschen. Aber mal ohne Strafe und dann irgendwann in Spanien. Wir müssen ja sowieso mehrmals die Season austauschen, auch mit Strafen dann. Vielleicht nehmen wir den dann irgendwann ja nach Monaco in Kauf. Ich glaube, Spanien und Kanada eignen sich da eigentlich hervorragend, um einmal Komponenten auszutauschen und dann irgendwann wieder in Monza oder so. Also ja, da bin ich sehr interessant. Bin ich noch nicht ganz so. Gucken wir jetzt auf jeden Fall morgen oder übermorgen. Nein, morgen nicht. Morgen, Leute, kommt hier ein Spezial. Wir werden eine Last Man Standing Challenge machen und passend zum Rennwochenende in Spa, natürlich in Belgien. Und seid da gerne dabei und abonniert dafür jetzt schon mal. Jetzt aber mal skippen wir ein bisschen hier nach vorne. Ja, ich habe mir auch überlegt, was zu kaufen. Natürlich Personal, Strapazierfähigkeit und Marketing sind beide noch nicht auf Level 2. Und da hatten wir auch letztens das Problem schon, dass wir eben noch nicht die Leute einstellen konnten, die wir wollten. Schaut gerne auf TikTok vorbei, auf it's_tobi, dass ihr da auch nichts mehr verpasst. Clips und so weiter, kommt auch immer wieder online. Links immer alle unten in der Bio und vielen Dank für euren Content. Falls ihr auch morgen das Last Man Standing nicht verpassen wollt und ihr noch nicht abonniert habt, macht das unbedingt gerne. Und lasst gerne einen Daumen da. Vielen Dank für euren Support. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.